Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Tierlist. Wie ihr schon seht, sind heute die Legis dran. Genau genommen die Legis, Mürfikes und UBs, weil, keine Ahnung, UBs sind irgendwie nicht so ganz die coolen Legis. Aber hey, wir fangen, denke ich, einfach mal an. Wir gehen Gen 1 bis Gen 8 durch. Ich hoffe mal, in der Tierlist sind wirklich alle drin, weil die Sprites machen mir ein bisschen Angst, dass sie irgendwie nicht sind. Aber es sieht sehr stark danach aus, als wären die da alle drin. Von dem her sollte das, denke ich, alles fein sein. Wir fangen an mit Arktos, Zapdos und Lavados. Ich sag, Zapdos feiere ich von allen am meisten. Deshalb, wir fangen mal mit Zapdos an, weil Zapdos ist für mich ein sehr solides Art hier. Ist nicht mega geil für mich, ist halt nicht so mein, boah, ich liebe den. Aber ich finde ihn sehr, sehr cool. Und Arktos und Lavados kommen für mich halt beide einfach nur ein Tier drunter. Ich finde ihn nicht ganz so cool. Ich finde, deren Design ist fein, ist okay, ist durchschnittlich. Ich mag den langen Schweif hier bei Arktos. Ich mag auch Arktos ein bisschen lieber als Lavados. Aber Lavados ist halt so ein Phönix-Pokémon. Da mag ich den Schnabel nicht so, aber ich feiere es, dass seine Flügel quasi so brennen. Der ist schon sehr, sehr cool. Dann kommen wir zu Mew und Mewtwo. Die sind für mich beide tatsächlich auf einem ähnlichen Rang. Ich feiere Mewtwo ein bisschen mehr, aber die sind auch nur Durchschnitt bei mir. Ich glaube, bei Mewtwo ist bei mir das Problem, dass das schon wieder so ein overhypedes Viech ist und der hat halt als dem seine Finger, das sind, also ihr könnt mir nicht sagen, dass das keine Knödel sind. Und die Beine, das sind Knödel, Freunde. Das sind einfach Knödel. Punkt. Also so sehen die aus. Mew hat halt ein sehr simples Design, meiner Meinung nach. Also wenn ich den so sehe, dann denke ich nicht, das ist ein legendäres Pokémon, vor dem habe ich jetzt Respekt, da denke ich mir, könnte so ein Mon sein, das finde ich vor dem fünften Orden, hat keine Entwicklung. Die Base-Stats sind halt ganz nett und das war's. Das, was halt Mew auch ist, nur dass es jeden Move kann und dass es zu einem brokenen Kackviech macht. Aber hey. Dann kommen wir zu Raikou, Entei und Suicune. Die sind für mich fast alle gleich auf. Ich feiere Raikou am meisten. Dann kommt Suicune und dann kommt Entei. Entei feiere ich leider einen Ticken weniger als die anderen beiden, weil ich finde, der hat halt sehr viel Fell. Ich fühle, ja, wisst ihr was, doch. Doch, der ist immer noch Art hier. Ich glaube, der ist Low Art hier. Ich mag es eigentlich, dass er dieses, ich weiß nicht, was das genau ist, hier hinten hat und die Stacheln. Ich finde die Kette oder was das ist da um seine Beine herum sehr cool. Also doch, ich finde die drei Raubkatzen oder Raubhunde, was auch immer es sind, ich weiß es doch nicht. Da ranken sich Legenden, Mythen und was weiß ich alles drumherum. Eigentlich schon sehr, sehr cool. Im Gegensatz zu Lugia und Ho, die, wie ich finde, auch eher so durchschnittlich sind. Ich feiere Lugia ein bisschen mehr als Ho. Sind halt okay, sind nicht sonderlich schlecht, aber sind halt auch nicht wirklich geil, muss ich sagen. Also ich muss sagen, Gen 1 und Gen 2 waren jetzt nicht so mega stark vom Design. Also das sind es halt nicht. Ich bin ja mit Gen 3, 4, 5 aufgewachsen und da waren halt die Legis so, dass du denen angesehen, scheiße, das sind Typen, die nehmen mich einfach, die klatschen mich. Und die schauen so aus, als wären sie noch so ein bisschen lieb, gell, kannst du ein bisschen streicheln, gell. So in die Richtung. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Die, finde ich, sind nicht so die Bad Boys, genauso wie Celebi nicht so ein Bad Boy ist. Ist halt so eine kleine Zeitreisefee, ist es okay. Ist jetzt nichts Überragendes für mich. Er hat einen Zwiebelkopf, das finde ich ganz witzig. Also, ist ein süßes Pokémon. Ist halt ein Mythical, ne? Da ist es auch wieder ein bisschen was, ein mystisches Pokémon. Da ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Von dem Legia erwarte ich wirklich, oh, vor dem habe ich jetzt Respekt. Der schaut so aus, als würde er mir gleich die Hucke drüber ziehen. Ein Celebi ist nur ein mythisches Pokémon. Ich hoffe, ich liege damit richtig und laber hier keinen Scheiß. Es kann gut sein, dass ich immer wieder den größten Dünnschiss auf der Welt rede. Aber ja, ist halt durchschnittlich für mich. Dann kommen wir zu den drei Regis, die, ja, sind halt okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich mag Registeel am meisten und Regirock und dann Regice. Die sind irgendwie okay, sind halt Golems, glaube ich, sollen das darstellen, ne? Die drei Golems, die sind okay vom Design her. Ist jetzt nichts Überragendes. Durchaus Respekt vor denen. Ich mag die Art, wie man sie finden muss. Die ist tatsächlich sehr, sehr cool. Mehr aber halt auch nicht. Die sind halt ansonsten da, ne? Competitive Aspekte fließen bei mir auch immer so ein bisschen mit ein, weil ich dadurch automatisch ein paar Mons mehr mag als andere. Und die Regis sind halt, sie sind halt da, ne? Sagen wir mal so, sie sind da. So, dann kommen wir zu Latios und Latias. Die sind für mich High B. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich bin nicht ganz so überzeugt von deren Design. Ich finde das am Ende so komisch, wie die da aussehen. Und irgendwie sind halt so gefühlt Düsenjets. Ich mag's, dass die so irgendwie zusammengehören. Der eine männlich, der andere weiblich ist. Und die Farbe von dem jeweils anderen da auf ihrer Brust haben. Und so geschwistermäßig unterwegs sind. Das finde ich eigentlich ganz süß.
Aber strahlen für mich jetzt auch nicht die Dominanz aus von einem Legi, ne? Weil das sind, glaube ich, wieder Legis. Und dann denke ich mir, boah, bei dem will ich sehen, oh, ich bin Legi. Guck es dir an, ich bin ein verdammtes Legi. So, und dann kommen für mich Kyogre und Groudon und Rayquaza. Und ich kann euch sagen, das sind für mich alle drei S-Tier-Legis. Also bei denen, wenn ich die sehe, da kriege ich Schiss in der Buchse. Da kriege ich wirklich Schiss in der Buchse. Ich habe letztens auf Twitter ein Bild gesehen. So, stellt euch vor, es gäbe Kyogre im Real Life. Und ich habe vor Kyogre mehr Schiss als vom weißen Hai. Ich sage euch, wie es ist. Als ich den da unten gesehen habe, so ein riesiges Kyogre, das ist ja auch ein großes Drum, auch wenn es auf im Wi-Fi Battles nicht so aussieht. Groudon genauso, Rayquaza auch. Die sind da gefühlt kleiner, als sie es eigentlich sein sollten, glaube ich. Das sind schon riesige Kolosse, gerade Groudon, ne? Also, boah, Groudon tut mir so leid, warum ist der so klein in Wi-Fi Battles? Erscheint, sind schon dicke, dicke Dinge. Und ich feiere alle drei, von allen drei das Design. Ich liebe dieses, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, das Muster auf deren Körper, dass das so leuchtet auch ein bisschen. Sieht einfach unfassbar geil aus, meiner Meinung nach. So, dann kommt Jirachi. Jirachi ist halt einfach nur für mich Celebi schlecht, da bin ich ehrlich. Ich finde Jirachis Design jetzt nicht ganz so geil. Ist halt so eine Stern. Ist ein Stern, der kann so Auge aufmachen. Der kann Auge machen, kann ich euch sagen. Aber wenn der Auge macht, dann geht es meistens nicht ganz so gut aus. Ich glaube, im Film hat der einmal das Auge aufgemacht oder so. Ich habe den Film Ewigkeiten nicht mehr gesehen mit Jirachi, deshalb ja. Der ist halt okay. Wer auch nur so okay ist, ist Deoxys. Jetzt muss ich kurz gucken, wie ich die ranke. Ich glaube, ich feiere die Deoxys-Attack-Form am meisten. Danach kommt, glaube ich, die Defense-Form. Ich glaube, die ist so. Nee, ich glaube, ich feiere die Speed-Form ein bisschen mehr als die Attack-Form. Dann kommt die Death-Form und dann das normale Deoxys. Mit Deoxys verbinde ich ehrlich gesagt halt gar nichts, ne? So, Deoxys ist, glaube ich, auch ein mystisches Pokémon, aber irgendwie weiß ich nicht. Den kriegst. Ich glaube, den wurde der nicht so. Wurde der nicht irgendwie verteilt oder sowas? Und da weiß ich halt auch nicht. Ich habe halt einfach keine Verbindung. Also von dem her, naja, ist halt sehr, sehr schwierig. Ist halt sehr, sehr schwierig, den für mich gut einzuranken. Also das Design ist sehr cool gemacht, wie ich finde. Das ist, also dieses DNA-Ding gefällt mir. Also das Grundkonzept von dem Mon ist richtig geil, aber vom Designer ist halt okay für mich. Ist gut. So, dann kommen wir zu Selfie, Vesprit und Tobutz. Ich glaube, ich feiere die alle drei gleich viel. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht mal, wen ich priorisiere. Ich glaube, Vesprit am wenigsten. Tobutz und Selfie kämpfen so ein bisschen miteinander. Das ist halt wieder so ein bisschen Gen 4-Nostalgie, die ich habe, weil man könnte jetzt sagen: Oh, aber Dani, warum sind die denn nicht so wie Celebi und Jirachi? Ja, ich würde ansonsten nämlich echt sagen, dass die eigentlich auf denselben Platz gehören, aber da kommt halt der Nostalgiefaktor von mich rein. Und ich mag halt die Story, dass die da so ein bisschen eingebundener sind, weil die ja so durch die Zerrwelt gehen, da einen so ein bisschen leiten und sowas und die Gefühle und so darstellen. Deshalb, ich finde die Story hinter denen ein bisschen cooler. Ich meine, klar, Celebi ist so Zeitreise-Viecherle, was ich eigentlich feier. Problem ist nur, ich kannte Dialga vor Celebi, was Celebi für mich abgewertet hat. Also leider schwierig für dich, Celebi, schwierig. So, dann kommen wir zu Dialga und Palkia. Und das ist, also Dialga, oh, ich liebe ihn. Ne, Diamant war ja meine erste Edition, die ich mir, glaube ich, selber gekauft hatte. Beziehungsweise selber gewünscht habe, glaube ich. Dementsprechend, ich liebe diesen Boy, ne? Ich liebe ihn wirklich. Also das ist so ein geiler Haudegen dort oben, Dialga. Oh, ich liebe sein Design, sein Typing ist mega geil. Stahldrache, dachte ich mir schon damals, what the fuck, ein geiles Typing. Ich liebe alles an diesem Teil. Ich liebe es einfach. Und Palkia ja auch ein mega starkes Legi, meiner Meinung nach. Er sieht irgendwie aber auch sehr komisch aus, ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Also das ist, also Palkia ist wirklich Nostalgie pur. Das ist wirklich Nostalgie pur, weil wenn man sich Dialga ansonsten so anguckt, wenn ihr euch mal den Backsprite anguckt, wenn ihr im LPP bei Kusha die Kämpfe gesehen habt und Palkia da gesehen habt, der sieht teilweise echt mega weird aus, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ja. Dann kommt noch Heatran. Heatran auch ein sehr, sehr geiler Boy. Ich feier den. Der ist sehr, sehr cool. Hat ein uniques Design. Das Typing mit Feuerstahl ist auch sehr, sehr cool. Ich mag es, dass der so ein Postgame da ist, weil das gibt dem Postgame wieder so ein bisschen Nutzen. Du hast so einen neuen Ort, wo einfach ein Legi drin sitzt, weil er sich denkt: Yo, Bro, das ist mein Vulkan. Bist du Stress? Komm her, dann kriegst du Stress. So ein bisschen die Art und Weise. Und das feier ich ein bisschen, muss ich sagen. Also, Heatran ist mir ein sehr, sehr sympathischer. Den mag ich. So, dann kommt Regigigas. Ich mag das Kon die Konzeptidee von Regigigas sehr, aber der gehört halt für mich zu den Golems und. Also, ich. Irgendwie ist das Design sehr cool, aber irgendwas stört mich auch wieder am Design und irgendwie.
Der ist halt so, ich weiß nicht, in Platin habe ich auch nicht wirklich eine Verbindung. In dem Film ist er auch, glaube ich, gefühlt nur einmal aufgestanden. Und ich glaube, da hat er auch nicht so viel gemacht. Also, so Regigigas ist so unbedeutend in der Pokémon-Welt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe das Gefühl, dass der irgendwie so unbedeutend ist. Deshalb ist der relativ weit unten bei mir. Dann kommt Giratina. Giratina finde ich schon stark vom Design, aber nicht so stark wie Palkia und Dialga, meiner Meinung nach. Die Urform ist tatsächlich gar nicht da. Das heißt, ich werte beides in meinem. Aber ich mag die drei, dieses Trio hier und Zapdos lieber als Giratina. Trotzdem immer noch sehr, sehr starkes Design. Gefällt mir sehr gut. Hat halt sechs Beine, was. Gab es an dem Punkt schon ein Pokémon, das nicht irgendwie so käfermäßig unterwegs war, was sechs Beine hatte? Ich glaube nicht, aber finde ich sehr cool. So, dann kommen wir zu Cresselia. Cresselia ist so. Ja. Ja, ist halt okay, ne? Also, ich mag die Ringe. Aber jetzt denkt euch mal die Ringe weg und. Cresselia ist im Prinzip ein echt weirdes Viech, ist mir so aufgefallen. So, die Ringe machen so viel aus, ne? Stellt euch mal vor, die Ringe wären da nicht. Der Teil würde ja so weird aussehen. Natürlich, die Ringe gehören zum Design, also sollte man sich es jetzt nicht unbedingt ohne Design vorstellen, aber. Keine Ahnung, der ist irgendwie. Ich weiß nicht, der ist irgendwie mega weird. So, dann kommen wir zu Manaphy und ich glaube, ich stelle zu Manaphy auch gleich Shaymin wieder dazu. Da ist halt so mein Problem, ich bin eher Freund von Legis als vom mystischen Pokémon. Aber ich glaube, von dem mystischen Pokémon, ich hoffe, da von da oben ist keiner doch ein mystisches, weil dann kann ich mein Knowledge quasi über den Haufen werfen. Finde ich vom Design her sehr nice, finde ich sehr cool, vor allem mit der Skyform. Ich glaube, ich überlege gerade, wenn ich so die Skyform bedenke, ranke ich den höher? Weiß ich nicht, weil Manaphy und Shaymin. Doch, ich glaube, Manaphy und Shaymin sind sogar für mich. Ich glaube, sie sind sogar beide für mich über den. Manaphy, schwierig, ist vom Design ja auch nicht das Komplexeste oder das atemberaubendste, aber irgendwas mag ich an dem Teil. Ich glaube, weil ich den Film mit Manaphy sehr gerne mag und ich diesen Film auch am öftesten von einem Pokémon-Film gesehen habe, ist es, glaube ich, so, dass ich Manaphy deshalb am meisten feiere. Und Schweifglanz eine coole Attacke ist, genauso wie Schocksamen. Ah, ja, aber Shaymin feiere ich noch ein bisschen mehr. Da habe ich den Film auch sehr oft gesehen. Dadurch ist mir der sehr sympathisch und ich mag es, dass wenn der so an der Blume riecht, er seine Form quasi verändern kann und sogar neues Typing dadurch bekommen. Das feiere ich schon sehr. Dann kommen wir zu Darkrai. Darkrai ist für mich knapp hinter Giratina. Ich habe gerade überlegt, ob ich den vor oder hinter sehe. Aber er ist knapp dahinter. Und das aber auch nur, weil ich seine Beine weird finde. Ich glaube, das Prinzip von seinem Bein ist allerdings einfach nur, dass das so ein Schatten ist, der sich so einfach gerade nach oben zieht oder so. Ach, keine Ahnung. Den Darkrai-Film habe ich auch noch relativ oft gesehen. Also Gen 3, 4, 5 Filme kenne ich noch ganz gut. Beim Rest bin ich raus. Mit dem verbinde ich halt auch nicht so viel. Das ist halt einfach die Sache, der sieht halt edgy aus. Aber ich bin jetzt niemand, der sich denkt, oh, weil was edgy aussieht, ranke ich das direkt ins S-Tier. Aber vom Design her schon sehr, sehr cool. Das kann ich natürlich nicht bestreiten. Auch vom Coverage-Technischen und allem sehr cool. Der Film, da war auch mir sehr sympathisch. Also von dem her kann ich wenig Auge auf den werfen. So, dann kommt Arceus. Arceus ist hinter dem Seen-Trio für mich. Ich mochte den Film mit Arceus aber auch wiederum sehr, muss ich gestehen. Den habe ich gefeiert und ich mag die Plattenidee von Arceus. Also das ganze Konzept hinter Arceus, dass der legitim ein Gott ist, ist eigentlich sehr cool. Und dass er quasi seine verschiedenen Formen abgegeben hat an die Menschheit, damit die quasi besser leben können. Hört sich schon für mich sehr sympathisch an, muss ich sagen. Finde ich schon sehr sympathisch von dem Boy. Deshalb darf der auch im höheren B-Tier sein. So, Victini ist für mich zwischen Celebi und Jirachi. Ich feiere Victini ein bisschen mehr als Jirachi, aber weniger als Celebi. Ist halt auch so ein. Keine Ahnung, die erinnern mich so ein bisschen so elfenhaft. Oder ich weiß nicht, ob elfenhaft das richtige. Feenhaft ist das Wort, was ich gesucht habe. Immer dran. Und von denen bin ich meistens nicht so der Fan, vor allem weil der Typ. Ich hasse den Feentypen irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl. Mir immer auf die Nerven geht. Ist ein solides Design, passt, aber ich feiere den jetzt nicht irgendwie gigantisch. Sondern kommen wir zu Cobalium Terrakium. Und Cobalium und Terrakium kommen beide für mich ganz oben hin. Viridium leider nicht ganz so stark, ist leider am Ende vom A-Tier, weil, keine Ahnung, das Design feiere ich nicht ganz so sehr. Aber Cobalium mag ich einen Ticken mehr als Terrakium, glaube ich, weil ich ein größerer Fan von Blau bin als Farbe. Ich glaube, das ist legitim die einzige Begründung, weil ich das Blau feiere. Ansonsten sind die beide sehr gleich auf. Ich feiere sie beide sehr und das sind sehr, sehr coole Pokémon. So, und dann kommen die drei Gins für mich. Ich finde, die drei Gins ist eine echt coole Idee. Also, ich wäre niemals auf.
im Leben auf eine Idee gekommen, da so drei Gins draus zu machen. Ich mag die Keulen sogar. Ich werte da auch gerade ein bisschen die Tiergeistformen rein, muss ich sagen. Das wäre auch die Reihenfolge. Oh, jetzt hat es ein bisschen gequietscht, sorry, weil ich mich ein bisschen anders positionieren muss. Ich mag auch die drei Tiergeistformen und die sind auch genauso gerankt. Also ich mag Thunderous T am meisten, dann Boreas T, dann Landorus T. Ich finde die Idee super. Ich mag es, dass die Köpfe alle ein bisschen anders aussehen. Der hat halt so einen Hammer als Kopf. Ich glaube, das soll. Ich weiß nicht, ob das irgendwie für die Ernte stehen soll, weil. Ja, nee, ich glaube, da interpretiere ich jetzt ein bisschen viel rein. Aber ich feiere die Djinns einfach. Die sehen sehr, sehr cool aus. Dann kommen Zekrom und Reshiram ran. Die sind für mich vor Heatran, beide. Und sehen auch beide sehr, sehr stark aus, meiner Meinung nach. Also dafür, dass das einfach nur ein schwarzes Pokémon und ein weißes Pokémon ist, was halt zu der Edition passt. Sind die designtechnisch schon sehr geil. Auf dem Sprite sieht man es natürlich nicht, aber gerade wenn Zekrom und Reshirams Hintern leuchtet, soll ich das so nennen, Schweif, Schwanz, was auch immer, wenn die leuchten, ist schon sehr geil. Das Einzige, was mich an Zekrom ein bisschen stört, ist, dass ich das Flügelkonzept weird finde von Zekrom, weil das, glaube ich, sieht echt weird aus, aber ich glaube, der gleitet so ein bisschen mehr, als dass er mit denen richtig fliegt. So, dann kommen Kyurem Black, Kyurem White und Kyurem. Von Kyurem bin ich ehrlich gesagt kein so großer Fan. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt er mir nicht ganz so gut. Ich würde ihn hinter Celebi setzen. Ja, nee, wisst ihr was? Ich glaube, ich würde ihn hier hinsetzen. Und die Designs von Kyurem Black und Kyurem White sind auch nur so okay. Ich finde, Kyurem Black und Kyurem White sind da noch ein bisschen drüber. Kyurem White mag ich ein bisschen lieber. Black mag ich ein bisschen lieber als White. Ja, wobei ich glaube, ich feiere sogar White mehr. Also im Prinzip kommt es auf das Gleiche hinaus. Die sind so Durchschnitt für mich, also nichts mega Geiles. Aber okay, die sind fein und ich mag sie. Deshalb kommen sie dahin. Apropos Ritter der Redlichkeit, über die wir zuvor geredet haben. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich feiere Blau? Und ich feiere vor allem Blau mit Rot-Orange, so in dieser Kombi, die Keldeo hat. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Ich überlege gerade, ob ich Keldeo über Cobalium sehe, aber das sieht mir noch zu pferdehaft aus und ich bin kein so großer Fan von Pferden, deshalb. Setzen wir den einfach da ab. Aber ist auch ein starkes S-Tier für mich. Dann kommt Meloetta. Wisst ihr, wo wir Meloetta hinsetzen? Einfach da, wo diese ganzen ähnlichen Dinger stehen. Der kann sich einmal zu Victini, Jirachi und Celebi gesellen. Immer noch genau die gleiche Argumentation für den. So, dann kommt Genesect. Genesect, ich weiß nicht, wurde der vom Menschen erschaffen? Ich weiß nicht mehr, wie die Story hinter dem war, aber ich feiere dem seinen. Design, vor allem finde ich das mit dem Technoblaster ist eine echt coole Idee, dass der so verschiedene Discs einlegen. Nicht Discs, was waren das? Waren keine Discs, glaube ich. Aber dass er halt die verschiedenen Dinger da einlegen kann und der dadurch einen anderen Technoblaster bekommt. Finde ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und auch sein Design ist sehr cool. Ich feiere alles an dem. Ist ein Käfer-Legi. Gibt es überhaupt ein anderes? Es gibt halt noch einen Käfer-UB, aber ich glaube, ansonsten gibt es sowieso nämlich gar kein Käfer-Legi. Deshalb, das macht ihn auch schon wieder so ein bisschen eigen für mich und zwar cool eigen. So, dann kommt Xerneas. Xerneas feiere ich nicht so dick. Ist halt sehr solide. Ist für mich hinter Ho und Lugia tatsächlich, weil es ist so ein Hirsch und irgendwie weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der größte Hirsch-Fan. Aber Yveltal, Freunde. Das ist wieder ein Teil, mit dem, über das wir reden können. Holy shit, ist dem sein Design geil. Also Rot-Schwarz ist sowieso eine Kombi. Und gerade, also auf dem Bild sehe ich schon wieder, ich finde, dieses Schwarz macht das Rot, also das sieht ja so gut aus. Holy shit, sieht das Rot meiner Meinung nach hier gut aus. Also das ist ja, also ich finde, es sieht einfach insane aus, meiner Meinung nach. Sieht einfach insane aus. Dann kommt Zygarde und Zygarde Complete. Und ich sage euch, wie es ist. Ich feiere den Boy nicht wirklich. Also es ist ja eine ganz nette Idee und so. Ich finde ihn noch ein bisschen besser als Mewtwo, aber. Ich bin kein so großer Fan von dem. Dann kommt Diancie. Von Diancie bin ich leider auch kein Fan. Wobei ich glaube, Diancie kriegt bei mir tatsächlich Pluspunkte, weil ich die mega sehr gut finde. Ich meine, wenn ich bei Zygarde Complete auch alle Formen in Betracht ziehe, bleibt die Position hier. Ich denke mal, bei Mewtwo, wenn ich die Megas mit einbeziehe, bleibt das auch alles so. Also, wenn ich so alle Formen von dem Pokémon, die versuche ich auch gerade mit einzubeziehen, über die nachdenke, doch packen wir Diancie dahin. Ist nicht so mega geil vom Design her. In seiner Mega sieht er schon sehr. Also in der Mega würde ich ihn auf A setzen, bin ich ehrlich. Aber so im normalen Design weiß ich nicht. Ist halt eine coole Idee, aber ich feiere den nicht so dick. Hooper, dich feiere ich leider auch nicht so dick. Also die Ringe sind ganz cool. Hooper Unbound mag ich vom Design her auch nicht so sehr. Ist aber immer noch sehr cool, muss ich sagen. So, und dann kommt Volcanion.
Und ich feiere das Prinzip von Volcanion schon sehr, muss ich sagen. Also ich finde das sehr cool, dass der diese Klappen da aufmachen kann oder diesen Ring da oben und dann da was rausschießt. Darüber habe ich anfangs nie nachgedacht bei dem Design, aber ich dachte mir so, das ist ja mega geil, als ich das im Anime und auf Wi-Fi gesehen habe. Dachte ich mir, ja doch. Sehr cooles Design und es gefällt mir einfach. Ich finde, es ist einfach stark. Ja. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, dass ich immer ein bisschen rumscrollen muss, damit ihr alles seht. Das habe ich beim letzten Mal ein bisschen verkackt. Das tut mir leid. Sondern kommt Amigento. Und eigentlich mag ich Amigento. Ich werde Amigento. Warte mal, wisst ihr was? Amigento kriegt jetzt von mir Adoro Below ein extra Ding. Weil Amigento ist für mich kein legendäres Pokémon. Ich weiß, dass er. Nein, das wollte ich nicht. Ich weiß, dass er als Legi angesehen wird, aber. Komm, Freunde, sind wir ehrlich. Das ist kein Legi. Das Ding ist kein Legi. Nee. Das ist keins. Das ist okay und das war's. Also, es ist kein Legi. Wenn man sagen würde, es ist kein Legi, würde ich Amigento sehr feiern. Ich mag das Prinzip auch hinter dem mit den Disks und alles. Jetzt, ich habe auch durch den Anime verstanden, wo zum Teufel er die Disk reintut, an seinen Backen da. Hat er sowas zum Einlegen, aber. Ansonsten ja, ist halt Amigento, ne? So, dann kommen die Capus. Die Capus sind allesamt für mich besser als. Ich weiß nicht, wie ich diese mystischen Feen oder wie ich sie nennen soll, aber sie sind auch nicht mega stark. Also, ich feiere deren Designs schon, aber irgendwas haben die, was die weird macht. Ich glaube, ich mag. Ja, ich weiß nicht. Lele und Ricky sind immer ein bisschen im Krieg und. Ich mag das Prinzip von denen, aber die sind jetzt auch nicht mega geil, muss ich gestehen. Also sind halt okay. Sind halt okay. Aber wisst ihr, wer mega geil ist? Solgaleo. Oh mein Gott, liebe ich den. Also erst einmal finde ich es mega cool, dass in seinem Kopf einfach die Galaxie schwirrt. Zweitens, das Löwendesign mega geil. Er ist Stahlpsycho. Ich bin echt froh, dass der kein Feuer-Pokémon geworden ist, weil ich feiere Feuer-Pokémon gar nicht so sehr in den meisten Fällen. Auch wenn Entei, Volcanion und Heatran gerade im S und A hier rumlaufen, aber das ignorieren wir einfach mal. Aber ich finde die Typen-Kombi passt perfekt zu diesem Solgaleo, meiner Meinung nach. Weil für mich stellt Solgaleo einfach, also es ist ja quasi das Sonnen-Pokémon. Und gleichzeitig finde ich es mega cool, dass es den Stahltypen hat, weil das heißt quasi, der ist quasi die Sonne und hält die Sonne auch aus. Also ich weiß nicht, ob man versteht, was ich damit sagen will, aber der ist halt quasi mächtiger als die Sonne, weil die Sonne halt schon ein bisschen heiß und Solgaleo ist quasi so stark wie die Sonne oder wie ich es nennen soll und denkt sich, ich stehe da jetzt auf der Sonne und bin geiler. Also ich liebe den, ist mein Lieblingslegi. Da, also, ja, Lieblingslegi insofern, wie man Necrozma sieht. Weil mein Problem ist immer, ich weiß nicht, wie Necrozma genau gewertet wird. Ich glaube inzwischen. Dass Necrozma schon als Legi zählt, aber ich sehe den immer so ein bisschen als UB auch an. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Mischform. Ich feiere den noch mehr. Ich weiß nicht warum. Ich sag, Necrozma sieht teilweise echt weird aus. Ich kann verstehen, wenn man Necrozma überhaupt nicht mag. Ich glaube, bei mir hat Necrozma super viele Pluspunkte durch Draft-Formate, weil ich den da liebe. Ich finde das Design aber auch sehr cool. Ich liebe seine Pose, wenn er sich immer so an den Kopf packt, in seinem Sprite von Schwert und Schild und so. Finde ich auch mega cool. Also ich find den mega geil. Das Einzige, was mich stört, sind, dass die Beine weird sind, aber ich fühle diese dicken Arme, die sehen so wie Punch-Arme aus und echt. Es ist ganz schwierig zu erklären, warum ich den feiere. Ich glaube, das ist einfach ein. Ich glaube, ich habe noch nie so ein subjektives Mon so sehr subjektiv angesehen. Also bei allen anderen kommen immer noch andere Sachen mit rein, wo ich mir denke, okay, kann man wenigstens objektiv argumentieren, dann nicht. Und Lunala, wie der ein oder andere es aussprechen würde, ist für mich eine Art hier. Ist solide, ist auch so ein bisschen Galaxie, ist so eine Fledermaus, auch irgendwie nicht. Es hat auch irgendwas ganz Faszinierendes, muss ich sagen. Irgendwas ganz Faszinierendes. So, und jetzt kommen wir zu den Problemkandidaten. Nämlich den UBs. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit. So, jetzt muss ich sie nur noch ordnen. Ich hasse den am meisten, Buzzwole am ehesten. Nihilego kommt hier hin. Ich glaube, Gazlord hier hin und Xirketry dahin. Ich mag alle UBs nicht. Ich feiere UBs überhaupt nicht. Das sind halt für mich keine Legis, das sind ja auch Ultrabestien. Ich feiere deren Design nicht. Ich finde es irgendwie cool, dass die ein bisschen an Trainer angelehnt sind, aber gleichzeitig denke ich mir auch. Ja, nee, geh mir weg damit. Im Prinzip denke ich mir einfach nur, geh mir weg damit. So, Necrozma Dusk und
Ne, Crossmadorn sind halt so Fusionen, deshalb einfach nur ins B, weil es halt Fusionen sind und ja, sind halt okay. Dann kommen wir zu Magierna. Ich feiere leider Magiernas Design nicht. Das ist so statisch. Ich weiß nicht. Das sieht so non-Pokémon-haft aus. Versteht ihr, was ich meine? Es sieht einfach so non-Pokémon-haft aus. Also, wenn ich das sehe, dann denke ich nicht an Pokémon. Dann denke ich mir, okay, das ist irgendwie, wird auf der nächsten Weltausstellung da sein, bewegender Hase oder sowas. Keine Ahnung. Also, ich feiere den leider nicht so dicke. Dann kommt Machado. Machado ist tatsächlich. Ja, doch. Machado kommt hier so in die Mitte, in oberes B-Tier. Mit dem verbinde ich nicht so viel. Ich finde ihn auch nicht so kantig wie der ein oder andere aus der PokéTuber-Bubble, ne? Er ist halt solide und mehr auch nicht, ne? Ghost Fighting ist ein cooles Typing, muss ich sagen. Also ja, ist halt. Ist halt okay. Ist halt okay, bin ich ehrlich. Ist jetzt nicht mega krasser. Naganadel ist noch ein OB und ich sage euch, wie es ist. Naganadel finde ich noch einigermaßen okay, deshalb darf der noch ins C-Tier. Aber ich feiere den auch nicht wirklich. Sondern kommen nochmal zwei OBs, die ich gerne noch weiter nach hinten schalten würde. Ich feiere beide nicht. Ich hasse beide wie die Pest. Ich glaube, ich hasse sogar den Knallkopf noch mehr. Ich mag die überhaupt nicht. Also alle, also D-Tier könnte man auch B-Tier nennen. Weil ich glaube, da kommt. Naja, wobei. Naja, vergesst es. Kommen doch noch ein paar. Wisst ihr was? Lasst mal das D-Tier direkt auffüllen. Denn ins D-Tier würde ich gerne ein paar Kandidaten schallern, die es auch nicht anders verdient haben, als da reingesetzt zu werden. Ich finde die Pferde beide mega hässlich. Ich mag beide nicht. Die Fusion ist auch, also das ist ja mal eine andere Art von lächerlicher Fusion. Und Koronospa habe ich anfangs gefeiert und dann habe ich seine Beine gesehen und dachte mir, nee, bitte nicht. Und sein Kopf explodiert und. Nee, sorry, Koronospa, aber nee, du bist es einfach nicht. So, dann kommt Zeraora. Zeraora kommt auf jeden Fall ins A-Tier. Der sieht sehr, sehr gut aus. Ist für mich knapp hinter. Kann ich das irgendwie so. Genau, knapp hinter Genesekt. Sehr cooles Design. Ich mag den. Sieht sehr cool aus. Gibt nicht sehr viel mehr zu sagen. Sehr solides A-Tier. Melmetal, genau dasselbe. Ist knapp hinter Zeraora. Sehr coole. Wobei, ich überlege gerade. Ja, doch. Sehr, sehr cooles Design. Ich mag das Prinzip. Es ist ein Muttern-Pokémon. Das ist einfach eine Mutter. Und sie haben sowas Geiles draus gemacht. Das feiere ich. So, dann kommen wir zu Zacian. Da zählt jetzt halt Schwertform und Non-Schwertform rein. Und anfangs habe ich den gefeiert, aber inzwischen mag ich den echt nicht mehr. Also gerade die Non-Schwertform ist so ganz belastend, meiner Meinung nach. Da kriege ich auch nicht so Respekt vor dem Teil, habe ich das Gefühl. So, vor jedem Legi, so bis Gen 7, Gen 3 bis Gen 7, dachte ich mir, ich habe Respekt vor diesem legendären Pokémon. Da ist einfach, Respekt ist da. Bei Zacian denke ich mir nur, ja, ist ein Wuffi, ne? So, ich würde jetzt hier Sabi zitieren, Wuffi. Ist halt ein Wuffi, ne? Vor Zamazenta habe ich dann doch ein bisschen mehr Respekt, vor allem, weil ich Zamazentas Design sehr feier. Der kommt für mich tatsächlich noch hierhin, ins A-Tier, weil ich ihn sehr, sehr gut aussehen finde. Ich sehe noch nicht so ganz den Legi-Aspekt, also gerade Cover-Legi-Aspekt finde ich schwierig, aber ich feiere den sein Design sehr. Gerade wenn er nicht in dieser Schildform ist. Finde ich, sieht er echt cool aus. Wenn sein verdammtes Ohr und seine Rüstung nicht wie Gummi aussehen würde, dann wäre er auch ein absolut geiles S-Tier. Aber ist er leider nicht. So, dann kommen wir noch zu Eternatus. Das ist kein Pokémon. Das ist kein Pokémon. Das ist gefühlt ein OB wieder. Das ist für mich kein Pokémon. Ich fand den irgendwie cool in der Story, weil der sah so unnatürlich aus und dann ist mir wieder aufgefallen. Nee, eigentlich finde ich den doch nicht cool. Ist halt so auf OB-Niveau für mich. Dann kommt Urshifu mag ich. Ich würde Urshifu sogar über Marshadow setzen. Gerade den Dark-Typen feiere ich mit seinem Signature-Move Finstertreffer. Ist ein Bär. Ich bin tatsächlich großer Bärenfreund. Der ist sehr solide. Und wenn wir schon über solide reden, dann packen wir doch The Root auch noch dazu. So. Aber wobei, wenn ich so drüber nachdenke, kommt der sogar relativ, ja, ein mittleres B-Tier rein. Ist solide, ist halt so ein Affe. Ich mag es, dass er diese Ranken hat. Der erinnert mich dann so ein bisschen aus den einen Charakter aus My Hero Academia, der sein Tape so schießen kann. Der ist solide. So, dann kommen wir wieder zu den Regis. Regidrago feiere ich ein bisschen mehr als die anderen, aber Regieliki bin ich nicht so ein Fan von. Es sind halt die Regis. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt noch einmal über die ganze Liste einmal kurz drüber. Wir fangen unten an mit Amigento, hat sein Amigento-Tier. Wir haben hier im D-Tier die UBs zum Großteil, Eternatus und die neuesten DLC-Mons, die ich nicht. Nee.
Da haben wir zählt hier mit Zacian. Oh, Zacian, du siehst so scheiße aus, wenn du dein Schwert nicht hast. Also mit dem Schwert ist es okay, aber das macht's für mich so kaputt, den. Die Golems, die Regis. Also ich weiß nicht, Regieliki und Regidrago sehen nicht wie Golems für mich aus. Agoyon, Magearna, passt alles. Ein B-Tier, ja, ist halt so der gute Rest, den ich als, wo ich mir nicht denke, boah, mega geil. Sondern wo ich mir einfach denke, ja, ist solide. Ist allesamt solide. Ist okay, nimmt man mit, ne? Und ich glaube auch, das Ranking so in der Reihenfolge gefällt mir schon sehr, sehr gut, doch, ja. Und dann kommt dieses knackige A-Tier, wo ich sage, ja, sieht wirklich knackig aus, muss ich sagen. Und das S-Tier, also, oh Gott, ich liebe dieses S-Tier, ne? Ich glaube, man sieht auch ein bisschen, welche Generation ich viel gespielt habe. Gen 4, 3, 4, 5 eventuell. Ist natürlich auch Nostalgiefaktor dick drin. Aber ich sag, so von Gen 2, wenn ich drüber nachdenke, ich meine, ich habe die drei Raubkatzen hier. So Lugia und Celebi und Ho sind auch noch im B-Tier. Ja gut, es gab Hardcore Soul Silver, ne? Man merkt, in welcher Zeitraum ich ein Kind war und ich sehr viel Pokémon gespielt habe. Ja gut, ich meine, die Welt hat noch sich nach oben gekämpft. Lunala und Solgaleo und Necrozma auch. Also, ich sag, ist eigentlich. Ich mag die Liste. Ich mag die Liste, mir gefällt sie sehr gut. Schickt mir gerne auch eure Liste und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich glaube, nächste Woche gibt es sogar nur eine Tierliste dann und ich hoffe, ihr seid dort auch noch wieder dabei. Das wird wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, die letzte jetzt für den nächsten Zeitraum sein. Bis dann und ciao.